Hallöchen bei FK und Co. Ich bin Carsten, Flo ist heute nicht da. Wir machen hier die Tutorial-Videos für Motorräder und solches. Also das heißt Service, irgendwelche anderen Sachen, Schräglage, wie fahre ich richtig, was mache ich so, was mache ich irgendwie richtig oder falsch. Kurze Fragen, alles was ihr fragt, versuche ich zu beantworten, anständig zu beantworten. Ja, besonders finde ich wichtig oder was ich immer festgestellt habe, halt wegen Anfänger. Ne? Leute, die fortgeschritten sind, sind für meine Videos vielleicht nicht so schön. Vielleicht die Car-Porns oder Motorrad-Porns oder alle anderen schönen Videos, die ich mache, sind vielleicht auch interessant. Nur dieses Tutorial oder die Tutorial-Reihe soll jetzt dafür sein, für die Anfänger. Wie mache ich das? Wie kriege ich das richtig hin? Ja, und ich hoffe, ihr habt Spaß mit meinem Video. Und immer schön Daumen nach oben. Also, erstmal für die Kette reinigen. Simple Sachen. Ich habe mir einfach mal jetzt zum Beispiel, und ich nutze auch privat selber, dieses Kettenreinigungsset gekauft. Ist nicht teuer, kostet so um die 13 Euro. Ich habe noch andere Sachen, mit denen ich die Kette reinige. Es reicht aber. Deswegen, in dem Kettenset drin ist einmal eine Bürste. Diese Bürste ist jetzt nicht super toll. Also man kann sich lieber mal ein paar Euro investieren und eine bessere Bürste kaufen. Ist aber okay. Also ist für den Anfang jetzt nicht schlecht. Besser wie gar nicht reinigen. Dann der Kettenreiniger. Ich persönlich stehe nicht so auf den Kettenreiniger. Ist bei mir auch noch recht voll. Ich nehme Bremsenreiniger. Bremsenreiniger, finde ich, macht das Fett oder dadurch kriegt man das Fett einfach besser weg. Ist einfacher, braucht man nicht so viel rubbeln und weiß nicht. Ist nervig, dauert mir zu lang mit dem Kettenreiniger. Deswegen mache ich es mit Bremsenreiniger. Ist aber jedem selber überlassen. Kettenreiniger funktioniert auf jeden Fall auch. Wichtigste ist das Kettenfett. Es gibt verschiedene Kettenfette, die verschieden dick sind, die verschieden viel Schmutz aufnehmen, die verschieden schnell wieder abfliegen. Informieren, welche Maschine hast du, wie muss man das machen? Ja, normalerweise für normale Motorräder reicht es alle 500 Kilometer, wie in der Fahrschule normalerweise erklärt, 500 Kilometer bis 600 Kilometer, wenn die Maschine in der Garage steht, immer nur schön Wetter gefahren wird. Unterschied ist jetzt bei mir, ich mache das so zwischen 200 und 300 Kilometer, aber meine Maschine steht im Moment relativ viel draußen, ich fahre relativ viel damit auch und ich zeige euch gleich auch mal einfach an der Kette, wie schnell dieser Verschleiß kommt und wie, dass man immer da dran ist, das sofort wieder wegzumachen, sonst kann man die Kette irgendwann wegschmeißen. So, zusätzlich und als letzten Punkt habe ich immer noch Lappen. Lappen kann man oder braucht man zumindest zum richtig sauber machen, ganz am Ende, wenn man nach der Bürste mal darüber geschrubbt ist. Ich nehme alte T-Shirts oder irgendwelche Lappen, die ich irgendwie in die Finger kriege. Ist nichts Besonderes. Ist kein Lack, verkratzt nicht, ist Metall, reicht. So, jetzt sind wir vor der Tür. Ich habe jetzt mal schon mal mein Motorrad einmal umgedreht. Einmal was unter die Kette gelegt, dadurch, dass das mal tropft und sowas. Und ich habe es nicht so gerne, wenn zumindest immer alles auf den Steinen ist. Ja, also ich wollte euch ja zeigen, was passieren kann, wenn die Maschine draußen steht. Das ist, wartet mal kurz. Ja, sieht man jetzt gerade nicht so. So, sieht man ein bisschen besser. Das sind Flugroststellen. Diese Flugroststellen kommen zwischendurch mal, wenn die draußen steht. Da kommt noch was. Kriegt man leicht ziemlich einfach ab eigentlich. Ja. Und ich reinige einfach die Kette. Jetzt einfach Kettenreiniger drauf. Mit der Bürste drum rubbeln, immer weiter drehen. Also auf Leerlaufstellen die Maschine. Immer weiter drehen, rubbeln, rubbeln, rubbeln. Dann mit dem Tuch sauber machen und dann let's go. Ich werde jetzt euch mal eine kleine
Vorschau geben, wie man das ungefähr macht und einfach mal nichts dazu erzählen.
Ich habe erstmal meine Finger ein bisschen gewaschen. Sehr wichtig, müsst ihr darauf achten. Wenn ihr den Kettenreiniger, ich habe jetzt einmal vorgereinigt, dann während ich die Kamera umgestellt habe, war es angefangen hat zu regnen, habe ich nochmal Kettenreiniger, wie ihr gesehen habt, drauf gesprüht.
Dann habe ich 15 Minuten einwirken lassen und dann nochmal geputzt. Bringt viel. Also ich mache es wirklich immer mit so einem Zwischenschritt. Ich kenne noch viele, die sofort 15 Minuten, 20 Minuten einwirken lassen, dann richtig sauber machen. Ist jedem selbst überlassen. Ich mache es so. Ja, ich hoffe, die zweite Sicht hat nicht ganz gestört. Es hat leicht getropft. Ich wollte die Kamera nicht zu sehr belasten mit Wasser. Ja, wichtig ist, wenn ihr das Fett jetzt drauf gemacht habt wie ich, entweder die Kette ist wirklich warm, aber das ist meistens nur zum Nachsprühen. Das heißt, ihr seid viel gefahren, ihr sagt dann, okay, Kette müsste jetzt mal, ich bin schon 500, 600 Kilometer mit gefahren, lange Tour gewesen, eben kurz Kettenspray raus, einsprühen, 2-3 Minuten warten, kannst du weiterfahren, sobald die Kette warm ist. Wenn die Kette nicht warm ist, wie bei mir jetzt gerade, halbe Stunde, Stunde warten, bis die eingetrocknet ist, das Fett, damit das nicht sofort wieder abfliegt. Das war es eigentlich schon von mir aus. Wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch, bisschen teilen. Ich hoffe, auch für die Leute, die es schon kennen. Also es ist jetzt alles nur Tutorials. Wie mache ich etwas sehr, sehr einfach? Das sind für Anfänger. Ich damals, als kleine Hintergrundgeschichte, wo ich angefangen habe, Motorrad zu fahren, ich habe diese Informationen mir krampfhaft rausgesucht, weil bei mir im Freundeskreis und Familie, mein Vater ist Motorrad gefahren, ja, aber der sagt, bring's dir selber bei. Deswegen, ich habe krampfhaft gesucht, wer könnte mir das beibringen, wie muss ich was machen? Und die einfachsten Sachen musste ich mich da durchlesen, wo ich mir gedacht habe, ich mache ganz einfach Videos, ihr fragt, was an Wartung oder sonstiges ihr machen müsst, wie es funktioniert. Ich mache ein kurzes Video, damit alle mal wissen, wie es funktioniert. Auch für, oder besonders für die Anfänger, die fortgeschritten, die schon, weiß ich nicht, halbes Jahr bis Jahr mindestens fahren, sollten das im FF können. Deswegen, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Peace. Ciao.